Ein herzliches Willkommen auf der Stage Madras Recycling, auf der Inter zum Atom. Zum Auftakt unseres spannenden viertägigen Vortagsprogramms freue ich mich, einen absoluten Experten begrüßen zu dürfen. Unser Experte ist Hauptgeschäftsführer des Verbandes der deutschen Heimtextilienindustrie und im Rahmen der Kooperation mit dem Verband Innenliegender Sicht- und Sonnenschutz seit 2013 und dem Fachverband Matratzenindustrie seit 2019 gleichfalls deren Geschäftsführer. Im Kompetenzzentrum Textil- und Sonnenschutz der gemeinsamen Geschäftsstelle in Wuppertal hat er die Kompetenzen und wertvollen Netzwerke der drei Industrieverbände zusammengeführt. Herzlich willkommen, Martin Auerbach. Hallo Herr Eggert, schön, dass ich da sein kann. Unser Thema heute ist Kreislaufwirtschaft in der Matratzenindustrie, aktuelle Herausforderungen und Chancen. Herr Auerbach, Sie werden uns freundlicherweise aufzeigen, was Circular Economy konkret für die Branche bedeutet und welche Chancen und Herausforderungen im wachsenden Kreislaufwirtschaftsmarkt für Matratzen stecken. Mein Name ist Tino Eggert, ich bin Chefredakteur und Objektleiter der Netzwerke Arcade und Möbelfertigung im Vincents Network. Und damit gleich rein ins Thema. Matratzen gelten als schwer zu recyceln, zu schlecht ist die Materialqualität, zu komplex die Zusammensetzung. Ist aus Ihrer Sicht das Image als Müllschleuder gerechtfertigt? Auf keinen Fall. Also wenn wir von Müllschleuder reden, dann müssen wir die Matratze mal ins Verhältnis zu anderen Abfallprodukten setzen, zum Beispiel unser Verpackungsmüll. 2018, sagt das Umweltbundesamt, waren 18,9 Millionen Tonnen. Dazu sind die Matratzen im Jahr 6,1 Millionen, die entsorgt werden, im Verhältnis von maximal 2%. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass auch die Matratze ein Produkt ist, dass der Kreislaufwirtschaft zugeführt werden muss, und da arbeiten wir dran. Nun haben wir, werden es auch in späteren Gesprächen auf der Stage noch hören, gibt es sehr viele Bemühungen auch in der Industrie, dort nachhaltige Lösungen zu finden, erfolgversprechende Ansätze in der Produktentwicklung und in der Fertigung. Nichtsdestotrotz, was unterscheidet denn nachhaltige Produkte von kreislauffähigen Produkten? Da herrscht ja an vielen Stellen sicherlich noch nicht so richtig Klarheit. Also da legen Sie wirklich den Finger in die Wunde. Nachhaltig sind Produkte, oder Sie können Produkte nachhaltig machen, indem Sie sie so konstruieren, dass sie länger leben oder dass sie weniger Ressourcen einsetzen, weniger Energie verbrauchen oder vielleicht auch weniger CO2 emittieren. Das macht die Produkte alle nachhaltiger. Aber kreislauffähig sind Produkte wirklich erst dann, wenn sie mit kreislauffähigen Materialien in einem kreislauffähigen Produktdesign gestaltet worden sind, auch produziert worden sind und am End of Life zurückgehen und dann die Materialien wieder in die Ursprungsausgangsmaterialien zurückversetzt werden, recycelt werden. Wobei ich höre viel zu dem Thema und ich lese auch viel zu dem Thema. Und da muss man auch mal sagen, aus einer Matratze muss nicht wieder eine Matratze werden. Wichtig ist, dass das Produkt, was nach dem Recyceln dort ist, auf dem qualitativen Niveau des Vorproduktes ist. Also ob nun aus einer Matratze ein Teppichboden wird, aus einer Verpackung, irgendwas anderes, ist da eigentlich egal. Wichtig ist auf gleichem Niveau. Das heißt, ich entnehme Ihren Worten aber schon, das Verständnis für diesen Begriff, für echte Kreislauffähigkeit, hat sich schon gewandelt in den letzten Jahren. Ja, wir haben ja, wir leben ja mit der Hypothek, dass wir 1996 das Abfall- und Kreislaufwirtschaftsgesetz eingeführt haben in Deutschland, und zu dem Zeitpunkt ist eigentlich eine lineare Abfallwirtschaft beschrieben worden, von der Produktion über die Entsorgung, über den Gebrauch bis zur Entsorgung, und das hat nichts mit Kreis zu tun. Und deshalb sagen Sie zu Recht, die echte Kreislaufwirtschaft, würden wir Circular Economy sagen, weiß jeder Bescheid, aber in der deutschen Sprache setzen wir gerne noch eine echte, das Wort echte davor, damit wir wissen, wir sprechen wirklich von dem geschlossenen Kreislauf. Und da ist viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Nun ist Deutschland ja nicht alleine, sondern wir reden über verschiedene Länder mit verschiedenen Sammel- und Verwertungssystemen auch. Was leisten diese, also bezogen auch beispielsweise auf Zerlegung, Recycling, Wiederverwendung, Kreislaufschluss, beziehungsweise was wird zum Teil auch ausgeklammert? Das ist eine Frage, die ist nicht wirklich einfach zu beantworten. Ich war vor dem Die letzte Dienstreise vor dem ersten Lockdown war ich in Brüssel bei der European Bedding Industry Association, der EBIA. Dort waren auch die Kollegen aus den europäischen Ländern vertreten, und wir haben so erzählt, wo wir so stehen, wo wir die Herausforderungen sehen und wie wir das Thema angreifen. Und obwohl wir alles europäische Nachbarländer sind, fährt da jeder einen anderen Kurs. Also ich will nicht sagen völlig in eine andere Richtung, aber doch einen anderen Kurs. Wir haben zum Beispiel, wir können uns glücklich schätzen in Deutschland, dass wir seit Jahrzehnten
den Sperrmüll haben. Also das kennen die europäischen Nachbarländer gar nicht. Die müssen dann teilweise diese Systeme aufbauen. Mhm. Also zum Beispiel in Belgien werden auf dem Recyclinghof extra Sammelbehältnisse für Matratzen aufgestellt. Ich glaube, Frankreich ist mit Ecomobilier relativ nah mit Deutschland, nämlich dort wird von den lokalen Abfallgesellschaften der Müll eingesammelt, ob das jetzt Matratzen, Betten, Schränke sind. Dann geht das Ganze zentral zu 7 Verwertungsanlagen in ganz Frankreich und dort wird dann aufgeteilt in die Materialfraktionen Holz, Kunststoff, Stoff generell. Gut, und dann muss man schauen, wie geht es dann weiter, und da hat noch keiner das Ei des Kolumbus entwickelt. Also da wird genauso thermisch verwertet wie bei uns auch, wobei einen großen Unterschied gibt es, wo wir in Deutschland sagen können, da sind wir ein Stück weiter. Wir haben überhaupt keine Deponierung mehr von Matratzen. Das heißt, man könnte, wenn ich Ihre Worte richtig verstehe, auch gar nicht genau sagen, ob in den bestehenden Systemen, ob dort kreislauffähige Produkte integriert werden könnten oder ob man mit denen dann wieder gesondert umgehen müssen, ja, weil es so unterschiedlich ist auch. Ja, absolut. Aber die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Also wenn wir schauen, es ist schon die erste Herausforderung, ein kreislauffähiges Design zu gestalten. Also da ist die Kunst eigentlich im ersten Schritt zu sagen, wie kann ich mich von dem lösen, was ich schon 25 Jahre gemacht habe. Wenn ich schon 25 Jahre ein Produkt gestalte, dann bin ich da so festgefahren. Wie löse ich mich davon? Dann sagen wir, jetzt habe ich leicht reden, weil wir verkaufen ja keine Matratzen, sondern sind eher die Theoretiker, aber Gedankenhilfe, versuch das Produkt so zu gestalten, dass du es 14 Tage später recyceln kannst und vergiss alles, was du vorher hattest. So, und wenn ich das habe, dann kann ich überlegen, wie kriege ich die Gebrauchseigenschaften da rein, und dann geht dieses kreislauffähige Produkt in den Markt. Das Sammelsystem richtet sich eigentlich an dritter Stelle erst danach, wie recyceln wir eigentlich? Weil wir müssen ja jetzt ein Produktdesign haben, müssen dann ein passendes Recycle-System haben. Entweder wir haben schon ein Recycling-Verfahren, müssen das hochskalieren oder müssen auch einfach neue Verfahren entwickeln. Und erst wenn sich da die Dinge herauskristallisieren, wie es läuft, dann kann ich mir Gedanken machen, was ist denn das richtige Sammelsystem. Also wir haben zusammen mit dem Wuppertal-Institut 2 Studien gemacht, und wenn wir Produkte wie eine Matratze haben, die immer im Fokus steht, weil sie sichtbar und greifbar ist, dann kann ich daraus den Hauptanteil Schaum nehmen und muss dann überlegen, mache ich ein einzelnes Sammelsystem oder geht das Ganze irgendwo hin, wo es dann getrennt wird, wie beispielsweise bei Ecomobilier in Frankreich, und ich schaffe dann noch Materialpools für Schaum. Das heißt, nicht nur Matratzen-Schaum, sondern auch der Schaum aus der Polstermöbelindustrie, der Schaum aus der Automobilindustrie, der Schaum aus der Schuhindustrie, auch da wird Schaum verwendet. Und wenn ich das jetzt so erkläre, dann wird eigentlich klar, wir können nicht gucken, was haben wir denn jetzt für Sammelsysteme und wie biegen wir die hin, damit wir die Sachen, die jetzt unterwegs sind, da reinbekommen. Das klingt alles unglaublich komplex. Wenn wir jetzt mal auf Matratzen gucken, die vor 5 Jahren gekauft wurden, die gehen ja wahrscheinlich erst in 5 Jahren, werden die entsorgt. Was machen wir denn mit denen eigentlich? Absolut richtig. Das sind Produkte aus der alten Welt. Also wir differenzieren in der Diskussion zwischen alter und neuer Welt, weil sonst müssen wir immer erklären, ist nicht in einem zirkulären Design, nicht mit zirkulären Materialien. Also die Produkte aus der alten Welt, und das zeigen auch die beiden Studien, die ich eben angesprochen habe, die kann man eigentlich nur sinnvoll thermisch verwerten. Weil der Energieaufwand und alles, was damit verbunden ist, die zu recyceln, würde noch zu größeren Eingriffen führen. Deshalb muss unserer Auffassung nach eigentlich ein Schwerpunkt darauf liegen, dass die EU, das Bundesumweltamt, Wirtschaftsministerium, Umweltministerium ihre Energie und Ressourcen und Unterstützung geben, dass wir diese Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft haben, dass wir dort Unterstützung bekommen und nicht einfach sklavisch auf das gucken, was jetzt an Müll unterwegs ist. Aber um Ihre Frage einfach zu beantworten, das, was jetzt unterwegs ist, können Sie eigentlich kaum recyceln. Nun gibt es aber Hersteller, die schon vorneweg sind, die kreislauffähige Produkte haben. Relativ wenige aus unserer Sicht nutzen das aber als Differenzierungsmerkmal. Warum ist das eigentlich so? Also Unternehmen, die jetzt schon kreislauffähige Produkte haben, die sind von was anderem angetrieben als vom Markt. Die sind, glaube ich, aus der inneren Überzeugung angetrieben,
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu lösen, nämlich weniger Ressourcen zu verbrauchen, weniger Energie, weniger CO2-Emissionen und also eine sogenannte intrinsische Motivation, weil im Moment ist es schwierig, weil wir haben viel zu wenig Informationen in der Gesellschaft über das Thema Kreislaufwirtschaft. Und auch da ist unsere Forderung als Verbände, dass da wir die Unterstützung brauchen. Es ist eben schon mal im Interview angesprochen worden, dass der Aktionsplan der EU zum Thema Kreislaufwirtschaft auch die Information der Verbraucher vorsieht. Und da werden wir darauf bestehen und werden es forcieren. Dieser Eigenantrieb führt dazu, dass die Unternehmen ein Matratzenmodell haben, eine Linie haben, die sie im Markt platzieren und müssen sich ja immer wieder preislich auseinandersetzen mit den Produkten, die schon am Markt sind. Und das ist einfach ein unfairer Kampf. Deshalb sind wir auch der Auffassung, dass wir an der Stelle auch Anreizsysteme von der öffentlichen Hand schaffen müssen, um diese Transformation auszulösen und zu begleiten. Wo liegen denn aus Ihrer Sicht, also jetzt aus Sicht der Industrie, signifikante Potenziale in der Entwicklung hin zum Thema Kreislaufwirtschaft? Also ich denke, wenn der Schritt gegangen ist, zu verstehen, dass wir vermutlich weggehen müssen von der immer komplexer werdenden Produktgestaltung hin zu einer einfacheren Produktgestaltung, weniger Materialmix und mehr Fokus darauf haben, die Gebrauchseigenschaften auch mit weniger hinzubekommen, dann sind wir, glaube ich, schon einen großen Schritt weiter. Aber ich glaube, ich wäre Hellseher und würde mein Geld auch mit anderen Dingen verdienen, wenn ich jetzt sagen würde, das funktioniert so, so und so. Es ist genauso, wie Sie eingangs gesagt haben, es ist ein wirklich komplexes Thema. Gibt es denn oder sehen Sie denn Wettbewerbsnachteile, wenn man umstellt auf zirkuläre Produkte? Also aktuell jetzt ja. Also ich bin der Auffassung, dass eine zirkuläre Matratze querfinanziert werden muss, weil Sie ein ganz neues Konzept erarbeiten müssen, erstmal investieren in die Forschung. Wenn Sie das Ganze noch kombinieren, vielleicht mit biobasierten Polymeren für den Schaum, ist es gegebenenfalls auch teurer. Und dann ist es sehr schwierig, mit dem Produkt am Markt Fuß zu fassen. Das ist ja eigentlich eine unfaire Situation. Da sind Unternehmen, die tun was Gutes der Umwelt, der Gesellschaft und erleiden dann noch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, möglicherweise sogar Nachteile. Ja, aber ich glaube, dass die Unternehmen auch eine Mission sehen, das zu machen. Und ich kriege es ja dargestellt, was ich, glaube ich, als Unternehmer nicht machen darf, die klassische Produktkalkulation, sagen, ich habe die Gemeinkosten, die Materialkosten, Produktionskosten und dann will ich nach so und so viel verdienen, dann kommt sicherlich ein Preis raus, der sich am Markt so nicht darstellen lässt. Aber das zeigt auch gleichzeitig die Krux auf, in der wir an der Stelle stehen. Und deshalb nochmal mein Hinweis, wir halten da Anreizsysteme für die Industrie für wirklich sinnvoll. Weil idealerweise würde man sagen, jemand tut etwas Gutes und dann soll es ihm doch auch erlaubt sein, damit Geld zu verdienen. Vor allen Dingen die große Gefahr ist ja, wenn Sie sich anschauen, wie so der Zeitplan der EU ist. Wir wollen 2030 60% an Materialriss an unserem Siedlungsabfall recyceln. Und das ist eine reine Output-Betrachtung. Im Moment haben wir eine Input-Betrachtung. Also Deutschland gilt ja als Recycling-Weltmeister. Und wenn man mal schaut, was dann am Ende des Prozesses hinten rauskommt, dann sind es nicht mal 20%, die wir recyceln. Und ein Großteil sind PET-Flaschen. Also wir stehen nicht alleine da, wenn wir sagen, echtes Verpackungsrecycling ist im einstelligen Prozentbereich, unter 5%. So, und dieser Druck lastet auf uns und dann besteht natürlich die große Gefahr, dass hier im Voraus einen Gehorsam, also wir stehen ja in den Gesprächen, wir haben ja unser Netzwerk enorm ausgeweitet und wir stehen mit allen an der Wertschöpfungskette beteiligten Playern im Gespräch mit der Abfallrecyclingwirtschaft, aber auch mit dem Bundesumweltamt. Und dort ist einfach eine Fixierung erstens auf die Produkte der alten Welt, auf den Müll der alten Welt. Man überlegt, wie können wir da noch Ressourcen rausholen und verliert den Blick auf das, was da kommt. Und was nicht passieren darf, ist, dass wir im Voraus einem Gehorsam dann ganz schnell irgendwelche Regelungen hier haben und dann verlieren einfach nur alle. Wir bleiben bei komplexen Themen und komplexen Begriffen. Wird jetzt viel geredet von erweiterter Herstellerverantwortung.
Können Sie uns kurz erklären, was verbirgt sich dahinter und ist das die allheilbringende Lösung auf dem Weg in die Kreislaufwirtschaft? Ja, also kurz erklärt ist es die Überlegung, der das Produkt produziert, der auch den Einblick in das Material, die Zusammensetzung hat, den dazu zu bringen, auch dafür zu sorgen, dass das Produkt irgendwann auch wieder zurückkommt und möglichst recycelt wird. Das ist kein falscher Gedanke, aber aus unserer Sicht einfach zu kurz gesprungen. Weil um wirklich diese Kreislauffähigkeit zu bekommen, müssen wir entlang der Wertschöpfungskette alle mit einbeziehen, einschließlich der Personen, die den Nutzenvorteil der Produkte hat. Das sprich, bei der Matratze wäre es der Verbraucher. Also wir bringen jetzt schon, Sie und ich, wir bringen Glas weg, wir bringen Papier weg, tun unsere Verpackungen in den gelben Sack und machen dann hoffentlich auch die Alufolie vom Joghurtbecher ab, sonst wird das Ganze direkt verbrannt. Und ich glaube, wenn wir die Verantwortung nicht nur auf die Industrie setzen, sondern alle daran beteiligen, dass wir dann in der Lage sind, das Ding zu machen, also den Kreis zu schließen. Und dazu gehört, dass der Verbraucher sich darauf einstellen muss, dass er mehr machen muss als das, was er jetzt schon macht. Und das ist gerade in Deutschland schwierig, weil wir sind in vielen Dingen ganz vorne. Aber wenn es darum geht, das grüne Gewissen an der Kasse abzugeben, dann sind wir auch leider ganz vorne. Das heißt, Hersteller, Verbraucher haben Sie genannt. Das würde dann bedeuten, der Handel muss auch mit einbezogen werden. Der Handel muss auch mit dabei sein. Und da finde ich es an der Stelle, also eben haben die Industrievertreter gesagt, ja, wir sehen es als unsere Aufgabe, den Handel zu briefen. Wir sehen ja, wie schwierig das jetzt schon ist. Natürlich muss die Industrie den Handel informieren, aber hier kommt der Punkt, wo wir sagen, es ist eine öffentliche Aufgabe, die Themen zu kommunizieren und der Industrie Hilfen an die Hand zu geben, das in einem großen Rahmen zu machen. Auch wir als Verband sehen da ein Stück weit unsere Aufgabe zu kommunizieren. Das klingt nach einer großen koordinativen Aufgabe, die da vor Ihnen liegt. Also wenn man das alles unter einen Hut bringen will, Hersteller, Industrie, Verbraucher, Handel. Ja, das ist eine Riesenaufgabe, die halten wir aber nicht von Anfang an unmöglich. Sonst hätten wir das gar nicht erst angegangen. Und wir sehen auch, wie offen die Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette sind. Weil eins hat Greta Thunberg geschafft. Mhm. Sie hat es in aller Leute Köpfe gebracht. Und jetzt, wo wir während der Lockdowns ein bisschen Zeit hatten, nachzudenken, haben die Leute diese Zeit auch genutzt. Also wir treffen da auf offene Ohren. Und ich plaudere jetzt an der Stelle mal aus einem anderen Verband, aus dem Nähkästchen. Also wir sind dabei, ein biobasiertes, einen Stoff aus nachwachsenden Rohstoffen zu machen, ein Polstermöbelstoff, der nachher im Bürobereich eingesetzt werden soll. Der wiederum soll auf einem Bürostuhl angewandt werden, der dann darauf ausgelegt ist, wieder recycelt zu werden. Mhm. Und da ist ja eine Riesenaufgabe, gerade bei langlebigen Wirtschaftsgütern wie der Matratze, nach 10, 15 Jahren noch zu sehen, von wem kommt das, was ist da drin, wie muss es recycelt werden. Das ist das Thema Traceability. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man es machen kann, ob man es mit einem RFID-Chip macht, der mittlerweile so groß ist wie eine Dickstelle an einem Garn oder wie auch immer. Aber es setzt sich im Moment durch, dass wir Datenbanken nutzen, wo man im Grunde der Entsorger oder der Recycler wie auch immer auf diese Datenbank zugreifen kann und dann sieht, aha, das ist das und das Material und das muss ich damit machen. Wir werden nicht weniger komplex. Wir gehen in das große Feld der Politik. EU-Aktionsplan Kreislaufwirtschaft von 2015 sieht konkrete Regularien vor, die ab 2025 greifen sollen. Getrenntsammlungspflicht von Textilien, höhere Recyclingquoten, um nur einen Teil zu nennen. Was bedeutet das für die Hersteller und was bedeutet es vor allen Dingen für die, die noch nicht begonnen haben, ihre Produkte auf eine funktionierende Kreislaufwirtschaft umzustellen? Gerade der letzte Teil Ihrer Frage war sehr wichtig. Was bedeutet das für die, die noch nichts gemacht haben? Ja, dass sie im Grunde schon zu spät sind, weil wir haben es eben schon einmal angesprochen, eine Matratze, die 2030 zurückkommt, die ist wahrscheinlich vor 15 Jahren in den Markt gegangen und da war das Produkt noch nicht kreislauffähig. Und deshalb werden wir diese Herausforderung auch weiter haben, dass wir die Sachen dann nicht recyceln können. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo es heißt, Marktzutritt mit Produkten nur noch unter den und den Bedingungen. Und das führt mich zu einem Riesenproblem, was wir haben, dass wir uns in Europa oder gerade auch in Deutschland immer viel anstrengen, große Anstrengungen
Unternehmen, um unsere Ziele zu erreichen. Und dann wird das Ganze durch Billigimporte aus dem nicht-europäischen Ausland, in dem Fall Asien, dann konterkariert. Also das ist uns bei dem Thema REACH, bei der Chemikalienverordnung schon passiert. Zur Erinnerung, es gibt Vorgaben, welche Produkte dürfen da drin sein, die müssen gekennzeichnet werden und. Die Deutschen halten sich alle da dran und dann kommen die Waren aus Asien. Die müssen sich, der Importeur muss sich auch dran halten. Wir haben aber keine Kapazitäten, um das zu überwachen. Mhm. Und auch das haben wir bereits jetzt schon massiv adressiert. Wir dürfen es nicht zulassen, dass wir hier alle Anstrengungen unternehmen und unsere Bemühungen dann konterkariert wird, weil dann funktioniert das System nicht. Also heißt auf Deutsch, in den europäischen Markt dürfen dann nur noch Produkte gehen, die in unserem System beim Recycling funktionieren. Mhm. Aber das ist wirklich echte Zukunftsmusik. Ja, aber uns läuft so ein bisschen die Zeit davon. Vielleicht eine abschließende Frage noch. Der Fachverband Matratzenindustrie in diesem ganzen Transformationsprozess, was können Sie beitragen? Sie haben beispielsweise zum Jahreswechsel ein neues Referat Kreislaufwirtschaft implementiert. Wo können Sie aktiv mithelfen, diese Themen zu setzen? Ja, also mit dem Referat Kreislaufwirtschaft und unserem Referenten Kreislaufwirtschaft bespielen wir praktisch verschiedene Forschungsprojekte. Matthias Reuter ist in verschiedenen Gremien. Wir vernetzen uns, also bekommen auch Wissen aus anderen Bereichen und das muss nicht gerade Heimtextil sein oder es müssen keine Matratzen sein, weil auf der Metaebene viele Dinge gleich sind. Wir haben im Oktober vergangenen Jahres eine Informationsveranstaltung gelauncht. Da im Abstand von ungefähr 2 Monaten gibt es immer eine halbe Stunde Infos. Die erste Veranstaltung war, wo kommt das Thema her, wie ist der Zeitstrahl, was müssen wir jetzt tun. Wir haben dann aber auch so Dinge wie Implementierung von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in die Unternehmensstrategie, damit wir da die Grundlagen setzen, um die Unternehmen erfolgreich da arbeiten können. Und ansonsten ist unser Job, unsere Netzwerke jetzt zu nutzen, um die Leute möglichst an einen Tisch zu bekommen. Also im Arbeitskreis Kreislaufwirtschaft, den wir bei uns im Verband haben, in dem alle Warengruppen der 3 Verbände vertreten sind, hatten wir auch schon einen Gast von Remondis zu Besuch. Wir haben stehen mit Schaumherstellern in Kontakt, beziehungsweise diejenigen, die Grundstoffe machen. Wir haben Kontakt ins Umweltbundesamt. Und da bei uns laufen im Grunde, unser Job ist, dass bei uns die Fäden zusammenlaufen. Mhm. Martin Auerbach, ganz herzlichen Dank, dass Sie die Matters Recycling Stage auf der Interzum Atom eröffnet haben. Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich noch ganz viel Spaß im weiteren digitalen Messeverlauf.